Oh, the absurdity. Moin Freunde, alles gut bei euch? Willkommen zurück in der Collector's Bay. Ich komme gerade von draußen und habe jetzt endlich mal alle Pakete reinholen können, die wir in den letzten Tagen so gekriegt haben. Ist das gerade? Es fühlt sich so schief an, das ist glaube ich nur das Kabel. Besser. Jedenfalls jede Menge Zeug. Ein paar Mitbringsel von Dennis, als ich da übers Wochenende war. Würde ich sagen, wie immer, gucken wir da mal rein. Zuerst kamen ein paar Sachen an, die kamen in solchen Boxen, wieder in solchen kleinen Wrappern. Da sind noch mehr von da mit schönen Eckprotektoren, also wenn ihr die wollt, haut da rein. Und jetzt endlich angekommen, also letzte Woche technisch gesehen schon, aber ich muss ja sehen, wie ich die herkram. Hatten wir hier einmal den IFX 49, das ist tatsächlich R, Galaxy Ranger, der ja sozusagen stilisierte, quasi IDW, DEFCON. Von der Größe des Paketes zu schließen, weil ich jetzt nicht alle aufmachen werde, haben wir davon 3 Stück. Dann haben wir 5 von den Konsorten und da haben wir jetzt auch schon ein bisschen länger drauf gewartet. Die hatte Dennis quasi für uns besorgt. Ein bisschen hier einmal sehen, dass man das aufschneidet, aber auch nicht unbedingt durch den Karton und so weiter und so fort. Ihr habt jetzt auch schon oft genug gesehen, wie ich Sachen auspacke. Das muss man nicht immer machen. Deswegen, jetzt, wie gesagt, 5-mal reingekommen ist der gute. Ich dachte, das wäre besser sichtbar gewesen, deswegen einmal raus. Skits, 5-mal da. Die lasse ich natürlich hier so drinne. Also wenn ihr das wollt und ihr legt mega Wert drauf, sagt uns Bescheid, ne? Dann lassen wir die Eckprotektoren ran und dann gehen die raus. 2, 3, 4. Dann besagtes Britmingsel. Wir haben hier noch einmal eine Runde Hasbro Pulse Exclusive Shattered Glass Blur inklusive, das habe ich hier zwischengepackt, da liegen oben noch ein paar mehr von, ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber wir haben hier diese Blur-Edition von diesem Comic, schön IDW, eine wirkliche englische Ausgabe, also wenn ihr amerikanische Sammler seid, denn herrlich gezeichnet von Guido Gigi, ich liebe den Kerl, dann könnt ihr das bei uns abgreifen. 1, 2, ui, was für ein Ofen. Da habe ich schon gar nicht mehr mit gerechnet. Ich glaube 2-mal. Ich gucke noch mal rein. Aber nichtsdestotrotz, dasselbe Treatment haben wir für den Shattered Glass Megatron. Und hierbei, das ist geil, das ist sogar richtig schön in der Folie und ganz Comic-Store-like mit einer Schutzpappe hinten dran. Ja, ja. 2-mal das Ganze lasse ich euch hier schön drinne. Dann kriegt ihr auch so einen total hübschen Pulskarton mit dazu. Mit dem ganzen Kram aus dem Weg haben wir jetzt hier wieder ein großes Überraschungspaket. Wollen wir mal gucken, wie zugenagelt das Ding diesmal ist oder ob wir da besser rankommen. Nichtsdestotrotz auch dabei wieder schön einmal hier Eckprotektoren. Ich mag das Wort irgendwie, ich weiß nicht warum. Eckschutz, Eckprotektoren, ich finde das klingt irgendwie cooler. Sauberkeit und Ordnung. Muss sein. Nein, keine Quadratur kaputt machen, nein. Sorry, not sorry, wir machen diese Videos wirklich Spaß. Ja, den hat es ein bisschen erledigt. Ich meine, die Ecke haut immer noch hin, aber einer weniger. Meine Güte, ich glaube 90% des Verbrauchs an Klebeband wird irgendwo in China liegen. China. One night in China. Jo, halbe Liter Milch. 3,8% Fett und die lasse ich so drinne, weil die sind so schön eingewickelt. Robot Paradise Acoustic Wave ist jetzt da, richtig schön schick. Wenn ihr wollt, kriegt ihr auch wieder Kantenschutz, ne? Da könnt ihr zuschlagen. Hier ist noch irgendwas und das kann man nicht erkennen. Irgendwie, ich schätze, das ist auch Acoustic Wave. Ja, das ist auch Acoustic Wave. Invisible Edition. Ah! Und der Scaramanga, wo letztens die Box leer war. Wisst ihr noch? Guck mal rein. Und dann haben wir hier. Genau, also insgesamt, das sind alles komplett nur Acoustic Waves gewesen. Sprich, wir haben hier 3, 4, 5 Stück. Und jetzt auch die 5 Scaramanga da. Schön ist, jetzt kann ich den ganzen Kram ein bisschen kombinieren. Jo, coole Nummer, quasi alles rausgekriegt. Hasbro Pulse oben drauf, ab ins Lager.
Leute, Jungs und Mädels, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr habt einen super coolen Start in die Woche gestern gehabt und checkt vielleicht Voice of Chaon auch. Gestrige Folge war so ein bisschen das Thema, hat der coole Konsument Macht? Und was macht man, wenn dieser Konsument mit der Macht nichts macht? Wie Dennis das so schön beschrieben hat, man muss ja nicht immer alles kaufen, aber wenn was gut ist, sollte man es auch kaufen. Einfach um Signal zu senden. Gelle? Deswegen. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Wir bringen diese Sachen regelmäßig. Dennis ist auch mal wieder bald dran mit dem Vorbestellungsding. Der sammelt immer so ein bisschen. Aber das soll es von mir gewesen sein. Checkt auf jeden Fall unsere Kanäle aus. Komplett. Wir sind Collectors Bay auf Facebook. Wir haben Tim Case Nerdcrate, meiner einer, auf YouTube. Da seht ihr den Link jetzt gerade oben. Sentinel Bay Reviews von Dennis auch. Der zeigt euch noch mehr Transformers als ich. Ich bin da mehr so generell im Nerdtum verteilt. Und da gibt es heute Abend einen Livestream. Der wird einfach so von YouTube aus losgehen. Und ansonsten, ja, habt eine schöne Restwoche. Ich schätze, diese Woche kommt von mir hier von der Seite nichts mehr. Von daher, habt eine angenehme erste Januarwoche 2022. Für alle, die das noch nicht gesehen haben und ich das noch nicht gesagt habe, ein frohes neues Jahr. Und ich würde sagen, wir sehen uns alsbald wieder. Alles klar, bleibt brav, bleibt gesund. Bye bye.